Bereits seit 2004 finden Fußballturniere zwischen den Partnerstädten Chrastava in Tschechien, dem deutschen Eichstätt und zwischen zwei polnischen Städten Lwowek Schlesien und Lwowek Wielkopolski. Guten Tag, seien Sie alle herzlich begrüßt. Die Veranstalter wechseln sich ab. Jedes Jahr wird das Turnier in einer dieser Städte organisiert. In diesem Jahr wurden die Fußballspieler in Chrastava, also in Tschechien, begrüßt. Die jungen Mannschaften der Kategorien U11 und U15 lieferten sich interessante Spiele. Die Spiele fanden den ganzen Samstag über, und zwar bei heißem Wetter im Fußballstadion des Sportvereins Spartak Chrastava statt. Die Vertreter aller Partnerstädte sprachen bei der Eröffnungsfeier und begrüßten gleichzeitig den ehemaligen Oberbürgermeister von Eichstätt, geehrten Herrn Neumeier, der vor 20 Jahren einer der Gründer des Turniers war. Ich komme immer wieder gern mit den Mannschaften des SV Marienstein nach Chrastava. Erstens, weil es hier sehr schön organisiert ist, weil wir Leute treffen, die vor 20 Jahren mit dabei waren, weil man sich wieder mal austauschen kann. Es ist einfach schön. Neben der Unterbringung musste auch für die Verpflegung der 138 Teilnehmer gesorgt werden. Dafür kümmerten sich die Mitarbeiter des Gesellschaftsclubs in Chrastava. Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine kleine Ausstellung im sogenannten Häuschen besucht, also im ältesten Gebäude in Chrastava, in der Turpischowa Straße. Es handelte sich um eine Art Querschnitt durch die vergangenen 20 Jahre, also die Zeit, in der die Turniere ausgetragen wurden. Die Bekanntgabe der siegreichen Mannschaften und die Ehrung der besten individuellen Spieler endeten am Samstagnachmittag. In der Kategorie U11 gewann die deutsche Mannschaft Marienstadt B. In der Kategorie U15 gewann die polnische Mannschaft aus Lwowek Wielkopolski, also eine Mannschaft aus der Stadt, in der das Fußballturnier im nächsten Jahre, das heißt im Jahre 2025, stattfinden wird.